Hey Max, einen Döner? Wie immer? Danke, bei uns gab es schon Spaghetti zu essen und da habe ich ordentlich reingehauen. Was hast du denn gegessen? Döner, wie immer. Und zum Frühstück? Döner. Gestern zum Abendessen? Ein Brot. Mit Butter? Mit Dönerfleisch. Sag mal, isst du nur Döner? Und Lokum. Und außerdem ist in dem Salat, in dem Döner auch Vitamine. Schon, aber dafür andere Nährstoffe nicht. Einseitige Ernährung ist ungesund. Du solltest mal eine Zeit lang was anderes essen. Du hast recht, ich werde sofort mit einer Anti-Döner-Diät anfangen. Dauer eine Woche. 2 Stunden ohne Döner. 6 Stunden ohne Döner. 12 Stunden ohne Döner. 12,5 Stunden ohne Döner. Okay, Abwechslung. Ein Brot mit Schmierkäse. Ich mag das nicht. Einen Tag ohne Döner. Und Ahmed, wie läuft die Diät? Gut. Was hast du schon alles gegessen? Brot, nur Brot, normales Brot und eine Ananas. Bleib dran, Ahmed. 3 Tage ohne Döner. Oh Mann, ich muss mich ablenken. Hey hier, willst du einen Gratis-Döner probieren? Nö. 5 Tage ohne Döner. So langsam geht es mir sogar etwas besser. Und ich hab sogar abgenommen. 6 Tage ohne Döner. 7 Tage ohne Döner. Hey Ahmed, morgen ist die Diät zu Ende. Schon? Am nächsten Tag? Lecker Döner. Und Ahmed, wieder am Döner essen? Tja, aber während der Diät habe ich gelernt, dass einseitige Ernährung uncool ist. Darum gibt es höchstens nur noch 3 Döner am Tag. Hey, echt tolle Idee, Ahmed.